müssen wir da wirklich was unternehmen. Ich nicht. Ich weiß ja auch, wie er jetzt heißt und alles. Wir haben alles rausgekriegt. Wir haben wirklich alles rausgekriegt. Das ist kein Spaß. Ich will den Jungen auch nichts tun, weil ich weiß, dass der Junge ist. Der ist ein bisschen kompetenter und so. Da habe ich nur aus Spaß gesagt, aber jetzt ist er zutreffend. Ist aber auch, das spielt gar keine Rolle. Fakt ist einfach, dass der mir auf die Eier geht, da der mir meine Videos da reinstellt und mich da als Pädophiler hinstellt. Und wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, was meine Leute machen, Leute. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf, genauso wie er. Er muss nicht mal, ich habe eine andere, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier, die MWO hat damit gar nichts zu tun, ich meine nur das Jähnchen persönlich, der da meine Videos reinstellt. Der soll überlegen, was er macht. Mehr meine ich nicht. Das soll keine Ansage sein, das ist keine Drohung hier. Er soll sie bitte rausnehmen, soll das sein lassen, bitte. Dann hat sich alles gegessen für mich. Und für meine Leute denke ich auch. Da lege ich sogar mein Wort ein, dass sie das gegessen hat. Weil ich habe echt keinen Bock, hier Kommandozentrale hier alles hier hinzuholen. Da habe ich echt keinen Bock. Es ist mein Leben hier. Keiner entscheidet über mein Leben. Keiner kann mich hier verändern. Keiner kann mir zu befehlen, löscht ein TikTok oder so, nur weil ihr mich hier nicht sehen wollt. Läuft nicht. Lass ich mir nicht gefallen, werde ich mir nicht gefallen lassen. Werde ich mit den härtesten Mitteln bekämpfen. Auch wenn ich einen Krüppel bin. Definitiv ist das gar kein Problem. Wie gesagt, das ist keine Herausforderung an niemanden. Es gilt nur an das Jähnchen. Ihr sollt es bitte machen. Weil mittlerweile haben wir auch eben. Das dauert zwar bei uns etwas länger, weil ich auch am Anfang erst gedacht habe, wird es jetzt sein. Aber da war das ja auch immer noch sehen, dass er uns wirklich richtig um den Sack geht. Das ist schon, auch wenn das ein, ja, okay, dann nimmt ihn auch in Schutz, Leute. Dann nimmt ihn auch in Schutz. Pfandflaschensammler, dann muss ihn auch beschützen gehen. Ja, es muss auch nicht alles so weit kommen, meine ich auch. Es muss absolut nicht so alles kommen. Er soll die Sachen rausnehmen, bitte. Auch dieser Fliesenleger soll aufhören mit diesem Mist. Und gut, alles hat sich erledigt. Und in meine Privatangelegenheit hat sich hier keiner einzumischen. Hat also gar keiner sich das Recht rauszunehmen, den Ball gesagt. Ihr könnt zwar reden mit mir, könnt zwar Finger aufzeigen, aber hier sind Sachen, hat sich TikTok drum zu kümmern, kein anderer. Wir kümmern uns zwar auch um andere Sachen, was uns eigentlich gar nichts angeht, aber das steht für anderes da. Das ist hier Belästigung, Mobberei, das ist einfach nur Willkür, einfach Beklopptheit. Was wir noch machen, das ist Rollkommando, das hat einen Sinn. Weil wenn wir kommen, da ist das ein Rollkommando, dann wird da auch aufgeräumt. Ne, aber bei den richtigen Leuten, bei keine Kinder oder so, da haben wir keinen Bock drauf, auf so ein Mist. Der gerade mal etwa über 20 ist. Wie gesagt, da ist keine Bedrohung, ich will ihn nicht drohen. Ich bitte ihn sogar ganz lieb, er soll das sein lassen, er soll die Videos rausnehmen. Und jetzt werde ich auch nie wieder was darüber sagen. Er ist alt genug, um selbst zu entscheiden. Weil der, wer den auch die Information gegeben hat, der hat auch Information. Und denkt nicht alle, dass ihr alle nur mit dem Internet umgehen könnt. Und dass ihr auch nur alle Leute habt. Wie gesagt, ich bin nix, Alter, ich bin nix, ich kann nix. Aber mir kann auch keiner was. Hier ist eine Großstadt, Leute, hier ist kein Dorf. Und wenn ihr mal Bock hat, auf Pädophile klatschen, kann ich euch mal gerne einladen. Könnt ihr bei uns im Club eintreten. Wir nehmen richtige Pädophile durch. Das macht doch Spaß. Und nicht da harmlose Leute da Geschichten darum verbreiten. Überlegt mal, was ihr da anstellt. Und weil das hier um meinen guten Namen geht, Klaus Hieb, dafür stehe ich mit meinem Namen, ist das gar nicht mehr schön. Ja, und ich habe einen großen Namen hier in Essen. Aber wir machen das bei den richtigen, verstehst du? Wenn wir da keine andere Wahl mehr sehen. Oh, jetzt. Das war's für die Mitteilung. Chat wird ausgemacht. Und so kriege ich euch auch wieder raus hier. Also es wird keinen Spaß mehr machen, zuzugucken, glaubt mir da, Leute. Weil die Kommentare werden nur noch ausgeschaltet.
Nee, ich lasse sie sogar an, weißt du was? Damit ich wieder weiß, wie ich sperren kann.